Hallo Leute, hier ist wieder euer Zuckerrohr und wir zocken weiter an Imagine Earth, der Demo, die ja leider nicht zu lange gegeben wird und naja, so ein Kurzprojekt ist doch was Schönes, ist immer frisch. Und wir starten Kapitel 1, Yoma. Dieser Planet heißt Yoma. Er hat genug Ressourcen für mindestens 1 Million Einwohner. Unsere Mission ist, bau eine profitable Kolonie mit Städten, Farmen, Kraftwerken und Fabriken auf. Gründe eine Kolonie mit 1 Million Leuten. Na, ist doch schaffen. Loco Rocco. Hi Zuckerrohr, willkommen bei der Imagine Earth GmbH. Ich bin Joe Zaster. Zaster soll gar nicht auf Zaster eine Anspielung sein, weil es einfach bloß um Geld geht in dem Spiel, leider. Ich kann es mal so sagen, was ich jetzt bisher erlebt habe. Ich mache gleich weiter. Ich gebe euch ein kleines Review von mir jetzt bisher. Es geht in dem Spiel darum, dass man möglichst viel Geld einnehmen will. Aber dann... Oh, ich bin zu beschäftigt für Kleinkram. Baut erstmal eine Basis mit den Nöchsen auf. Das könnt ihr hinkriegen, oder? Du hast ihn gehört. Lass uns loslegen. Ich will's mit den... nicht dem alten Chef sagen. Aber die große Investitionskredite für die Expedition setzen die Firma unter Druck. Wir müssen Profit machen, um die Ansprüche der Geldgeber zu bedienen. Deswegen haben wir diese Kolonie nur ganz wenig Stadtkapital. Ah nein! Alles weiter müsst ihr auf dem Land erwirtschaften. Bodenschätze. Zum Glück ist Yoma reich an Bodenschätzen. Wir müssen das erste Stadtzentrum in der Nähe solcher Goldvorkommen platzieren. Okay, geht klar, Leute. Also in dem Spiel geht es darum, dass man möglichst viel Geld einnehmen soll, aber gleichzeitig soll man auch aufpassen, dass man die Umwelt nicht zu sehr verschandelt, weil man sich sonst den eigenen Planeten kaputt macht. Eigentlich mal ziemlich gute Idee für einen Spieleraufbau, finde ich, persönlich. Ein Stadtzentrum bauen wir erstmal auf. Schauen wir nach, weitere Geldsäckel müssen wir erstmal auf dem Planeten uns holen. So, das dient wahrscheinlich dafür, dass wir uns auch erstmal am Anfang den Planeten schön anschauen. Okay, sehr schön. Haben wir unsere Münze, dass wir farmen und so bauen können. Gut. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Ja, die Münze, jetzt müssen wir erstmal freischalten. Machen wir erstmal Nahrungsvorkommen, wie immer. Die industrielle Landwirtschaft produziert viel Nahrung auf konventionelle Art. Fruchtbarer Boden steigert den Ertrag und Bodenverschmutzung senkt ihn. Farmen schaden sich gegenseitig durch Übernutzung des Bodens. Okay, das heißt, wir sollten Farmen weiter entfernt voneinander platzieren. Huch, Land. Ackerland, genau, dahin wollte ich sie platzieren. Da ist ein Goldvorkommen, das werden wir wahrscheinlich später erfahren, was wir damit tun sollen. Jawohl. Erstmal das Geld. Und eine Info. Eine Farm hat auf fruchtbaren Böden den höchsten Ertrag. Achte auf die Effizienzbalken beim Platzieren des Gebäudes. Klar wie Kloßbrühe, Chef. Und das ist genau neben fossilen Pro-Stoffen, Alter. Naja. Egal. Brauchen auf jeden Fall auch mal einen Kohlekraft. Gibt es irgendwo noch Geldsäckel auf dem Planeten? Ich habe das Gefühl, ich habe es übertrieben. Schon gemerkt, wie jedes Haus mit einem Klickbaum kann. Ach, kommt, das ist doch immer der gleiche Mist. Nee. Wenn ich dich jetzt abbaue, kriege ich... Wow! Baut das Gold ab. Ich werde reich. Reich! Nein, das ist bloß gerade eben ein bisschen blöd. Wenigstens sieht es mit der Klimaerwärmung, haben wir 0%. Das passt. Anders soll es nicht sein. Geld her. Geld her. Vielen Dank. So. Es reicht erstmal, um ein Kohlekraftwerk hinzubauen. Ich weiß zwar, das ist dumm, das direkt daneben zu bauen, aber ich will ja Geld. Ich will ja trotzdem, dass es anständig produziert. Schadstoffausstoß. Kohlekraftwerke sollte man generell nicht direkt neben Städten und Farmen bauen. Zu spät. Der hohe Schadstoff reduziert die Lebensqualität der Ernte. Demo nur noch 600 Wochen. Oh, verdammte Kacke. Dann sollten wir uns mal beeilen, dass wir die Farm bauen. Ah, nein, wir können die Farm nicht bauen. Ach, komm. Bauen wir hier noch eine Farm hin. Ja, so. Sehr schön. Dann würde ich trotzdem sagen, bauen wir uns erstmal. Okay, sind wir verfügbar. Wir brauchen erstmal eine Fabrik. Dafür brauchen wir natürlich 3000 Geld. Muss man halt auch erstmal zusammenkriegen. So. Gut. Und jetzt eine Güterproduktion. Fabrik. Fabrik produziert Güter, welche die Lebensreihe für deine Stadtbewohner sind. Ja, dann mache ich die gleich mal. Hauen wir die hier hin, direkt neben einem Kohlekraftwerk, würde ich mal sagen. Die haben wir noch Geld aus uns dann. Eine schöne kleine Kolonie, nicht wahr, Zuckerrohr? Ich weiß, es ist ja auch meine. So, und jetzt können wir uns hoffentlich endlich... Nein, können wir noch nicht. Mehr ist mehr, einfach zu schön. Deshalb wird es Zeit, mehr aus dem Kaff einer, Metropole zu machen. Neu. Ja klar, ich weiß schon, dass ich aus meinem Dorf Stadtteile bauen. So, sehr gut. Fangen wir gleich mal hier an.
So, können wir uns noch nicht leisten. Ich würde ja auch gerne jetzt gleich schon mal die Wälder am Anfang abholzen, aber es steigert halt extrem den Schadstoffausstoß, wie wir gesehen haben. Deswegen fände ich es besser, wenn wir da ein bisschen mehr aufpassen. Ne, ihr versteht, was ich meine. So, ich glaube, das werden wir auch in einer Folge noch durchkriegen. Ist zwar bloß ein kurzes Let's Play, aber naja, es wird mal schön. Ich habe ja auch noch ein anderes Projekt vor, das vielleicht hoffentlich länger gehen wird. Mit ein paar Freunden, ne? Hoffentlich auch noch mit ein paar YouTubern, wenn es klappt. Oder sag mit ein, zwei. So. Naja, es klappt doch. Vielleicht schaffen wir es so innerhalb von 5 Wochen. Neuigkeiten aus der Forschungsabteilung. Gegen deine wachsenden Ressourcen an deiner Stelle hat das Forschungsteam Technologie zur Effizienzsteigerung erforscht. Der Aktionsstream des Zivereinheit kannst du Upgrades die Leistung direkt weiterhöhen. Ja, klar. Durch Upgrades steigt auch der allgemeine Fortschritt deine Gesellschaft, was weitere Forschungsgelder und Entwicklungsoptionen freischaltet. Ganz klar. Gut, heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf gehe, kann ich Roboter erhöhe die Produktion. Auf geht's. Okay, kostet noch zu viel. Und uns geht die Energie aus. Verdammt, hätte man es ja in Fernwärme investiert eher. Ah, schade. Nun gut. So. 4500 kostet zwar Kohlekraftwerk. Wir können es uns nicht leisten, verdammt. Ja, ich weiß, dass ihr entsetzt seid. Ich will aber nicht die Wälder abholzen. Hier drüben ist sowieso Produktionsgebiet, also was soll's. Hauen wir ein paar Wälder weg. Es gibt vielleicht ein paar Zusatzeinnahmen, auf was mal. Ja, ich weiß noch, 400 Wochen. Oben läuft unser Countdown, wie lange wir noch spielen können. Ach ja. Das Spiel geht viel zu schnell rum. Aber es gefällt mir. Was war denn da? Sieht aus wie eine Ruine oder sowas. So, was hast du? Ja, aber den Geldsäckel. Was hast du mir zu sagen? Wenn du die Rodung eines Waldes rechtzeitig stoppst, wächst er wieder nach. Huch. Na. Okay, gut. Hätte ich vielleicht früher durchlesen sollen. Ich gebe es ja zu. So, sehr gut. Dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk hin. Dann bauen wir hier uns jetzt noch einen weiteren Stadtteil hin. Weil die sehr zufrieden sind, wenn sie bei Wäldern wohnen. So, hier hinten wäre neues Ackerland. Dazu müssen wir aber erstmal größer werden. Gut, gut, gut. Ja, ich weiß, ihr seid absolut happy. Yay! Oh, wie muss es eine Fabrik? Yay! Oh, dem muss es eine Fabrik. Yay! Nämlich mich sehr an einem übersichtlicheren SimCity. Übergreifenderen, also. Damit du den Ressourcenbedarf besser decken kannst, entwickeln wir neue Versorgungsgebäude. Das nächste soll bei 300.000 Einwohnern fertig sein. Ach, ich bitte euch, das haben wir doch schnell. Hoffe ich mal. Nö, wer kann es uns denn mal leisten, Fels zu entfernen? Egal, da müssen wir halt trotzdem vorspulen. Selbst wenn damit unsere Zeit immer schneller weggeht. Ich weiß, es ist traurig, aber nun ja. Wenn ich was dagegen tun könnte, hätte ich es schon längst getan. Es ist leider bloß Early Access. Und ja. Wer weiß, vielleicht bringt ja dieses Let's Play dazu, dass einige Leute vielleicht dahin ein bisschen spenden oder sich das Spiel allein schon holen, dass es sieht, da ist Interesse dran, dass es noch besser, schneller entwickelt. Wer weiß. Weil mein Let's Play ja daran was ändert. An seinen Fortschritt. Tja, was habe ich denn für Einbildungen? Ich glaube, ich bin im größten Mann verfallen mittlerweile schon. Ja, schön, gut. Oh, gleich haben wir 300.000. Dann erlebt man doch noch den nächsten Fortschritt. Und zwar genau jetzt. Wunderbare Neuigkeiten. Unsere Forscher haben Gaskraftwerke an die geografische Stelle auf Yuma angepasst. Sie sind wegen des geringen Schadstoffverstoßes eine gute Alternative zu Kohlekraftwerken. Das ist gut. Heißt, wir haben jetzt hier die Gaskraftwerke. Gaskraftwerke stoßen etwas weniger Schadstoffe und Treibhausgase aus als andere fossile Kraftwerke aus. Okay. Da Gas leichter transportierbar ist, ist es weniger abhängig von fossilen Rohstoffquellen. Ja, das ist schön. Bloß die Frage ist, wie kommen wir wieder an der Münze ran? Vielleicht, ich habe keine Ahnung.
Ja, nur noch 200 Wochen, ich weiß. Würde ich sagen, dass wir trotzdem unsere Stadt so gut wie möglich ausbauen. So groß wie möglich machen. Energiesparbau, okay. Was es hier alles gibt, das ist unglaublich. Also, da, Energiesparbau, also wie viel Wert die da drauf legen. Nicht darauf legen, sondern wie viel Detail die damit reingebracht haben. Das ist richtig schön. Ja. Okay, die Demo wird auf jeden Fall bloß zwei Parts lang. Okay, die machen. Ist das cool. Zwei Wälder! Yeah! Und gleich geben sie unser Geldsäckel, weil sie von so viel Wald umgeben sind. Oh ja. Nur allein deswegen lasse ich die Wälder da. Ansonsten werde ich sie abholzen, bis sie alles am Wechseln. Minus 1 Nahrung? Wirklich? Ist das was so schlimm? 2500 kostet eine Farm. Ja, ich weiß, wir müssen... Ich bin auf die Geldproduktion hier angewiesen. Schnell! Schnell! Okay, 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 okay. Gib mir den Geldsäckel. Das heißt, du kannst jetzt genug, um... Jawohl, eine Farm zu bauen. Ist zwar eine Küste, da ist nicht so produktiv dabei, aber vielleicht steigen sie auf Fischung. Wer weiß. Soll auf jeden Fall reichen, dass die Bevölkerung erstmal glücklich ist. Jawohl. Jetzt haben wir negative Energie. Ach ja. Es ist wirklich absolutes Energiemanagement und so von dem Spiel. Unglaublich. Demo noch 100 Wochen. Ja, wir werden zu nichts Großartiges mehr kommen. Schade. Ich habe mir eigentlich wirklich vorgestellt, dass ich in der Demo noch mehr erleben kann. Noch viel mehr machen kann. Aber naja. Ganz ehrlich, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Und ich finde es bisher sehr cool, das Spiel. Ich freue mich schon darauf, wenn die nächste Version draußen ist. Early Access. Ich weiß nicht, ob es irgendwas kostet mir das Spiel. Da habe ich keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall cool. Und wir haben 350.000 Einwohner. Hey, das ist doch schön. So. Minus 4 Energie. Daran können wir jetzt auch nichts mehr großartig ändern, wahrscheinlich. Ja, es sind jetzt Wochen. Also gebe ich trotzdem nochmal mein Fazit zu dem Spiel. Also. Für mich ist das Spiel sowas wie: Bau dir eine riesige kommerzielle Stadt auf. Also richtig kapitalistisch. Aber pass bei deinem Kapitalismus noch darauf auf. Oder halt bei deiner ganzen Produktion, bei deiner Geldverdienerei. Dass du nicht so sehr den Planeten kaputt machst, weil sonst die Polkappe schmilzt, das Wasser steigt, es kommen mehr Stürme und so und das wird dir dann wahrscheinlich die gesamte Arbeit kaputt machen. Und also ist es so, du musst versuchen, einen Mittelweg zu finden zwischen befriedige deine Bevölkerung, dass sie dir schön viel Geld ausspucken und naja, befriedige deine Bevölkerung, ja, und halt verschmutze nicht die Umwelt. So einen Mittelweg musst du da finden. Bonuszahlung bei 5 Upgrades, okay. Ja, das ist schön. Ach so, ich hätte erst 5 Upgrades. Dann war es dumm, dass ich es dann halt steckt habe. Muss ich wirklich sagen. Reparieren? Stellstellgebäude produzieren. Okay. Oh. Verdammt, habe ich so jetzt gemerkt. Naja, oh, die Demo-Zeit ist schon abgelaufen. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, es hat mir Spaß gemacht. Wenn du magst, nimm am Crowdfunding teil. Du kannst die Mission im Early Access weiterspielen und hilfst uns, das Spiel weiterzuentwickeln. Ja, also, das war's mit... Imogen Earth, der Early Access, die Demo halt davon. Der Demo-Timer ist over. Sehr schön, das Spiel, sehr cool. Eventuell komme ich ja irgendwann in Early Access. Ich sag's mal so, ich bin halt Student, ich bin relativ arm. Ich kann mir nicht jedes kleinste Spiel leisten, tut mir wirklich leid. Sonst würde ich mir gleich den Early Access holen und würde das Spiel noch weiter spielen. Einfach bloß, um es zu empfehlen, blablablub. Also es war sehr schön. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Ihr findet... Holt euch vielleicht auch mal spielen, das cool findet oder so. Ja. Und lasst mich wissen, wenn es rauskommt, wenn es mal in der Weiterentwicklung ist, auf Steam ist und so weiter, ob ich es dann vielleicht Let's Playen soll. Also Leute, wir sehen uns bei anderen Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.